Nur zwei neue Sachen. Geht recht schnell. Verteidigung, Sprung, Absprung. Ihr springt mit solcher Wucht auf, die in der Luft der Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern bis zu 8 Metern. Was? Ja, ja, ich keine bin. Wütender Ansturm statt Revanche. Nee, nehm ich lieber Revanche. Ja, manchmal fange ich mich dann an zu konzentrieren beim Lesen und dann verschwindet die Stimme ins Nichts. Ja, das stimmt. Was in einem Let's Play sehr vorteilhaft ist. Genau, auf jeden Fall. Ich meine, die Leute können es ja mitlesen, die sehen ja, was ich da lese. Ja, aber du klickst ja immer weg. Nee, was soll ich denn da wegklicken? Ich lese mir ja selbst durch. Außerdem ist es meistens auch nur beim ersten Mal beim Reingehen, ja? Aufgeblähte Leiche. Goldmoor. Ja, bei mir kam was Graues raus und ich Idiot heb's auch noch auf. Trottel. Trottel. Hui. Hui. Wenn ich lasse erstmal da oben einen Hebel aktivieren. Nee, das ist eh Sackgasse, oder? Weiß ich nicht, lass uns. Nee, das ist keine Sackgasse. Zumindest ist er noch grau, also nicht aufgedeckt. Klingt doch schon. Linker rechts. Düt. Boah. Ah ja. Dieser Raum ist sehr sinnvoll. Ah ne, da geht's ja noch nach unten, okay. Ein Hebel wäre betätigt. Sag bloß, es gibt mehrere. Ja. Gibt's. Östlicher Kanal. Aufgeblähte Leiche. 31 Gold bei mir. Wow. 5 Gold, da geh ich nicht zurück. Was blau? Da geh ich nicht zurück. 5 Gold, ne. Bei nur Hartgeld. Weißt du noch? Ja. Massaker! Truhe! Mit ganz viel Müll drinne. Aber ein Heiltrank. Gelb war da drinne. Gelb? Krass. Fette Armbrust, welche Richtung? Rechts lang oder was? Nee, Armschienen. Für Barbar, ne? Gelben Armschienen. Barbar Armschienen, richtig? Von ist da. Ja. Wirklich Barbar Armschienen? Das ist cool. Oh, Bogenschützen stand da. Nice! Was. Richtig cool. Hallo? Ein gelbes gegen ein gelbes getauscht. Ja, ja. Boah, da ist ganz viel Zeug hier! Ein Stützbalken! Dann hau ich den Stützbalken um. Was mit Geschicklichkeit. Oh mein Gott! Schlangen! Der ist doch eigentlich doch für Barbar, ist doch Schild bestimmt auch gut, oder? Kommt drauf an, ob Stärke drauf ist und Schaden. Bitte? Kommt drauf an, ob Stärke und Schaden drauf ist. Ja, ich sag ja nur, aber weil das hat ja auch in der Regel richtig hohen Rüstungswert. Also ja gut, Rüstung zum Tanken ist gut, ja, aber ich möchte ja Damage machen. Noch. Sobald wir dann auf Inferno spielen, sollte ich dann vielleicht mal auf Tank umspecken. Hey, ist Buff mal. Ich hab keinen Buff mehr. Du hast einen Buff. Ach, einen anderen hast du jetzt? Dieses Mantra der Vergeltung? Ja. Ah. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Was macht der? Muss ich mal lesen. Ein Teil des Letten ist Schaden reflektieren. Geil. Ein Teil des Schadens, ne? Dum, 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 dum. Dieser Durchgang sollte zu den trostlosen Sanden führen.
ab zu den trostlosen Sanden. Eine Geheimtür. Oh, der redet noch, Moment. Wasserfall versteckt. Wie einfallsreich. Fantasievoll. Ey, cool. Fast richtig. Wie fantasievoll. Ich auch gerade gedacht. Hallo. Irgendjemand da ein sprechendes Fass? Der ist mir voll sympathisch, der Geist. Der hat zwar keine Beine, aber... Da draußen! Seid ihr noch am Leben? Ja. Oder sind es die Monster? Vielen Dank für die Befreiung. Bitteschön. Es wurde langsam ein wenig langweilig da drin. Ja, du Habgieriger. Ich suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende nach in diesen Aquädukten versteckt wurde. Er wäre eine wertvolle Ergänzung meiner Juwelierswerkzeuge. Helft mir, ihn zu finden. Und ich werde tief in eurer Schuld stehen. Ach ja. Dann machen wir es natürlich. Sind ja hier die Samariter, ne? Mir sind die Samariter, ja. Wo Fangstation? Jeder kriegt geholfen, der Hilfe braucht. Ich kann no. nicht erklären. Letztens einer, ich kann es der Freundin nicht besorgen. Blaze, hilfst du? Ja, kein Problem. Gar kein Problem. Ohne einen Sachführer ist dieser Ort recht gefährlich. Ihr begibt euch in Gefahr, als suchtet ihr den Tod, alter Mann. Und dennoch bin ich noch am Leben. Das Leben ist voller Rätsel, nicht wahr? Oh, was los? Lalalalalala. Ah. Faszinierend. Was Gelbes? Huhu, Kettenhandschuhe. Der Schmelztiegel. Vielleicht ist ja etwas für euch. Hier ist ein. Ich hab's Int, aber Int kann ja keiner von euch gebrauchen, nicht wahr? Nein. Ruhe! Wenn ihr mich im Chaldeum besuchen kommt, kann ich euch zeigen, wie man mit dem Schmelztiegel Edelsteinfragmente miteinander kombinieren kann. Ach, wie wunderbar. Ich suche schon seit langer Zeit. Das hat sich gelohnt, ne? Alter, klar. Können wir hier mal Edelsteine zusammenbauen. Wie Lego. Wie Lego. Einfach aufeinander stapeln. Ich werde zurück in die Stadt gehen. Wie, die geht zurück in die Stadt? Ich müsste aber auch mal, glaube ich, bald zurück in die Stadt von der Menge her. Waren wir da überall eigentlich? Ich meine ja. Meine nicht, aber okay. Ihr gefallene Engel, die Hexe. Sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke. Ihr habt euch entschieden, wir fliegen überall die Sachen rum. Boing, boing. Obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte. Ein Gott? Ein Gott zu werden hat dazu geführt, dass euer Kopf von seinem Körper getrennt worden ist, Kull. Kein Grund, so abfällig zu werden. Tö. In Kürze werde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Nephalem erreichen kann. Nein. Alles klar. Weiter geht's. Njong. Einen großen Heiltrank, auch nicht schlecht hier. Schönes Leveldesign, wie erstmal sagen. Ja. Ja, schon. Ist alles so voll mit Knochen. Hier, das Dings ist so eine Hübbelsäule. Ja, Knochen, ja. Gegen das Vieh hätte ich gern gekämpft. Oh, jetzt kommt hier bestimmt was Dickes, oder? Wenn hier auf einmal so viel Platz kommt. Wasser. Da laufen wir erstmal am Rand wieder entlang, hä? Jupp, yep, würde ich auch sagen. Hallo, heb's doch auf! Was war das gerade? Ah. Muhahaha! Tasche! Wir, die Zakarum, wollten Chaldeum zu einer Stadt der Gnade und Erlösung machen. Aber wir haben die Kaiser noch nicht von den uralten Gesetzen des Exils abbringen können. Gefangene, die des Verrats überführt worden sind, werden noch immer in die trostlosen Sande geschickt, um mit nichts als den Kleidern, die sie am Leib tragen, zu sterben. Ja, selbst die hätte ich nicht gegönnt. Genau. Da sind schon wieder diese hässlichen Fliegen, ey. Und die haben gelernt, noch mehr Damage zu machen, als sie überhaupt schon machen.
Haben gelernt. Ja, die haben das gelernt. Ich wurde gern. Meine Mutter hat mich davor gewarnt, der Magierarmee beizutreten. Hätte ich nur auf sie gehört. Im Morgentown schleppen sie die Infanterie gegen die Listerei aus. Wir werden das überleben sollen. Vielleicht werden wir es nicht. Es ist hier so schön. Ach, wie riesig das mir ist. In tausenden Jahren Geschichtsschreibung kann ich keinen einzigen Bericht darüber finden, dass je ein Gefangener das Exil in den trostlosen Sanden überlebt hätte. Uralte Knochen. Übersäte Knochen, die von den ewig kreisenden Blutfalken oder ausgehungerten Lakuni abgenagt worden sind. Wer hier stirbt, erlebt sein Ende ohne das Heimweh. Ein Spiegel, und zwar ein Gelb. Moment. Einen Begleiter ist das. Für wen? Für den Heini mit irgendeinem Zeug. Alles blau. Blau und Gelb bei mir. Oh, eine Einhandwaffe. Nee, die ist nix. Braucht einer von euch einen Dolch? 25,5 Schaden, aber ohne Sockel? Nein. Gut. Dann wird's verkauft. Verschleudert auf den Schwarzmarkt. Sind das nicht gelbe Sachen auf jeden Fall das Schilde oder so ein Krempel, den kein Mensch braucht? Hallo. Räh! Sehr interessant, wie sie beim Blaze immer anfangen zu brutzeln, die Tücher. Ja. Zersprungen in 1000 Teile! 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 Ich muss aber, glaube ich, zurückgehen, weil hier öffnet sich die nächste Ebene. Kann gut sein, ja. Weil sonst blicke ich jedenfalls nicht mehr durch, wo wir hin. Ja. Oh. Level up! Alle beide gleichzeitig, oder was? Nee, der. Wollt ihr mal schauen, was ihr so könnt, ja? Wir haben Kults. Das wäre super. Sie waren merkwürdig leer. Zu Anfang. Aber Kull hat überall Fallen aufgestellt. Oh, einen neuen Gefährte. Beschwört eine Spinne, die Gegner angreift und verlangsamt. Es war töricht, etwas anderes zu erwarten. Dann, Kull hat sich viele Jahre lang darauf vorbereitet, dass ihn jemand angreifen wird. Vielleicht sind wir Narren. Und doch müssen wir vorwärts schreiten. So, oh, da sind wir wieder zurück. Gold. Oh mein Gott, bei mir brennt! Guck mal, ich hab Spider-Man, der Freund. Spider-Man! Wir haben wieder ein paar Attacken geändert und ausgerüstet und so weiter. Mobs! Tak! Nein, sie krabbelt doch hier. Nicht für immer!
Kannst du später, ich kann auch Frettchen, kann ich später nicht hören. Frettchen? Frettchen, ja, die sind ja in Gold. Was macht das Ding? Die sind ja in Gold. Hä? Auch nicht schlecht. Also da müssen wir schon mal nennen, ne? Oh, meine Wut ist voll. Daga. Oh, ein Großschild in Gelb. Mal schauen, was das hier ist. Moment. Ein fetter, dicker Schild. Oh, aber richtig schlecht. Aber für Tank vielleicht ganz gut. Längst kriegt ein ganzes Viecher mit, ja? Naja. Brrrr. Da ist ein Viecher. Hier drin. Mein Blut ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Okay. Sie haben ein wenig davon auf der anderen Seite des Portals versteckt. Ihr seid so weit weg! So, einmal außen rum. Waren wir, ne? Jetzt mal hier in die Mitte laufen. Da ging so ein schönes Tempo. Warum seid ihr denn schocken laufen? Ich weiß nicht. Wir hatten Angst davor. Ja, das ist Höhenangst. Mehr Zeit. La 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 Mobs. Murph. Komm on, Motherfucker! Biatch! Wo lauft ihr hin? Gute Frage. Hier lang. Ja. Hier lang. Wo lauft ihr hin? Hier lang. Du hast gesagt, da ist irgendwas drin, gell? Ja, da kann man rein. Ja! 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 Nein! Die Spannung zerfrisst mich! Dieses Portal hat viele Reiche gemacht. Ich erinnere mich. Aber da ist ein... getötet, als er es uralte Vorrichtung. Ich klick mal drauf. Wir haben den Schlüssel zu der uralten Vorrichtung gefunden. Oh! Aber ich fürchte, dass diese Schätze uns das Leben kosten werden. Wie cool ist das denn? Wenigstens haben mein Bruder und ich es bis hierher geschafft. Und noch sind wir am Leben. Ob wir es wagen sollen, diese Maschine zu benutzen. Mehr Wut. Megatruhe. Wo ist eine Megatruhe? Da unten. Uhu. Und Goldgoblin. Wo denn? Ach da. Und das war's dann wohl, ne? War's dann wohl. Megatruhe! Richtige Truhe. Lang ja, wie weit? Das springt mal voll weit weg bei mir. Inventar. Einen Moment bitte, Freunde der Nacht. Ich check mal meinen Bogen und der ist auch schlechter. Das war ja wieder klar. Das war klar. Verdammt. Noch eine Riesentruhe. Juhu. Wir leben für immer. Wieder nichts Gelbes. Aber Smaragd und Dingsbums drin. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Seid ihr denn? Hier, hier runter, Venom. Hier runter, hier runter. Hier runter. Hier runter. Runter musst du. Ja, das war's dann auch schon wieder hier. Das war's? Tatsache. Oder? Ja, ich glaube, hier ist sonst kein Gang, oder? Nee. Haben wir hier noch was vergessen? Ich drück mal Alt. Oh ja, der Topaz. Den nehmen wir uns mit, den Topaz.
Was? Weißt du, Blaze, wenn ich jetzt zwei ledierte Smaragde habe, kann ich daraus einen besseren machen? Nein, drei. Aus drei, ja. Aber aus drei geht. Aus drei geht. Aus drei mach ein. Gut, und wieder raus. Die draußlosen Sande. Boah, funktioniert das? Kann ich auch runterspringen? Achtung, und... Hat funktioniert. Müssen wir healen, Blazy. Ja. Oh, einen Augenblick bitte, Freunde. Ich muss mal ganz kurz Pause machen.